Da ich in meinen letzten Videos immer mehr Clash spiele, möchte ich mal heute einen Operator-Guide zu dem Operator-Clash vorstellen, wie man ihn am besten spielt und was man dabei beachten muss. Wenn man direkt mal auf die Pickrate der Pro League schaut, zu wem rankt über Platin, dann merkt man auf jeden Fall, dass Clash ein sehr häufig gepickter Operator ist, was auch seinen Grund hat. Diesen werde ich mich heute im Video erklären. Kommen wir erstmal zur Ausrüstung. Also, Clash besitzt eine Sniper mit Wärmebild. Das heißt, man kann aus hoher Distanz erkennen, was ein Spieler ist und was ein Gegenstand ist. Das ist diese gelbe Markierung, sag ich mal. Und dabei solltet ihr beachten, dass ihr beim Visier eventuell Holo nehmt. Damit kommt mich einfach am besten klar, kann man am besten spielen. Und dabei würde ich auch im Lauf empfehlen. Missile Break ist für Einzelschussfeuer natürlich besser, was halt bei einer Sniper recht gut ist. Bei der Pistole würde ich euch die PMM empfehlen und natürlich den Smoke, denn Glass hat auch die Eigenschaft, dass man durch den Smoke durchschauen kann mit dem Wärmebild und dadurch die Spieler töten kann. Kommen wir doch mal dazu, wie man Glass eigentlich im Team spielt. Normalerweise ist es so, dass Glass nicht selber plantet, sondern sein Mate. Einfach aus dem Grund, dass man seine Mates zusmoked und dann halt sozusagen durch den Smoke abaimt, da man ja durchschauen kann. Und dazu gibt es hier mal eine kurze Szene. Planten wir nicht? Ella, willst du dich zusmoken? Ja. Dann los. Probier dich zu kappern. Das Dropper auf, ne? Ja, muss sie die Muskel halten, der Dropper. Ja, aber Ella ist im... Ruck ganz hinten. Nein, hat nicht. Muss sie droppen. Nein, nicht droppen. Ach, dann schön. Kann ich. Mit dem Deck konnte man hoffentlich gut erkennen, was die Aufgabe eines Glass in solchen Situationen ist. Natürlich gibt es aber Situationen, wo der Glass einfach nur eine bestimmte Tür abaimen muss oder ein bestimmtes Fenster. Oh mein Gott! Was natürlich auch recht gut ist und sich anbietet, ist, wenn man Operator benutzt, die auch zusätzlich noch Smokes liefern. Das kann man sich zunutze machen, wenn man zum Beispiel eine Garage aufmachen muss oder einen bestimmten Raum smoken muss. Da können andere Operator auch noch helfen, für den Clash sozusagen zu smoken. Und dann ist es natürlich auch recht einfach, aus einer ganz schönen Distanz einfach den Diffuser abzuaimen. Jedoch ist das Aiming von Clash ein ganz anderes als sonst. Also, wo ich damit angefangen habe, war das schon eine ganz schöne Umstellung im Vergleich zu den normalen Operatoren. Daher empfehle ich jedem von euch, der wirklich Clash ein bisschen trainieren möchte, geht in T-Hunt, extrem, also realistisch, und der probiert dann ein bisschen mit Clash zu spielen. Und einfach zu überleben, das ist schon eine Sache für sich. Und das ist auf jeden Fall der beste Tipp, den ich geben kann, um überhaupt richtig gut in Glass zu werden. Ich hoffe, euch konnte dieser kleine Quick Guide für Glass helfen. Schreibt mir auf jeden Fall weitere Operator, für die ich ein Geld machen soll. Und lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal da rein. Ciao.